Es ist Montag, der 7. Juli 2014. Wir sind hier in Düsseldorf, in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Ich habe die Ehre, ein Interview zu führen mit Ken Jebsen, ehemals Radiomoderator im Radio Berlin-Brandenburg, glaube ich. Und einer der Hauptinitiatoren, wahrscheinlich der prominenteste Initiator der Montagsmahnwachen in Berlin. Und heute war hier eine Montagsmahnwache in Düsseldorf, wo Leute von verschiedenen Mahnwachen aus Nordrhein-Westfalen hingekommen sind. Ja, Ken, was hat dich dazu gebracht, was hat dich veranlasst, die Mahnwachen mitzustarten? Ich habe sie nicht mitgestartet, das hat ja Lars Meerholz getan, über den man sich selber im Netz schlau machen kann, mit dem ich insofern Verbindungspunkte habe, dass er ein alter Fallschirmspringer ist und ich war ein junger Fallschirmspringer, jedenfalls im Gegensatz zu Lars Meerholz, der das sehr viele Jahre professionell getan hat und ich habe das nur so, mach's immer noch so hobbymäßig. Also hat er mich mal angeschrieben übers Netz, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu unterstützen, was er Mahnwache nennt, Demonstration für den Frieden. Da habe ich gesagt, kann ich nicht unterstützen, muss ich mir das mal anschauen. Da hat er mich dann x-mal angeschrieben und in der dritten Woche bin ich einfach mal ans Brandenburger Tor gefahren, weil es auf dem Weg lag. Ich musste eh noch zu einer Veranstaltung, guck mir das an. Das fand ich spontan gut, da hat man mir gleich ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Ich habe, weil ich auf eine Veranstaltung wollte, meinen Kameramann dabei gehabt, der einfach auf Record gedrückt. Ich habe es später ins Netz gestellt und spontan wurde das dann größer. Das wäre sicherlich auch ohne mich größer geworden, vielleicht nicht so schnell, aber da wäre ja ein anderer Kameramann, ein anderes Portal gekommen, hätte es reingestellt. Der Dank gilt eigentlich Lars Meerholz, weil Lars Meerholz ist ein ganz normaler Bürger, während ich ja nun mal ein sehr aktiver Journalist bin, von dem man das vielleicht eher erwartet hätte, aber ich bin ja nicht derjenige, der die Idee hatte. Aber das zeigt ja, dass die Idee reif war, wenn ein Otto Normalbürger wie Lars Meerholz die einfach realisiert hat. Und dann hat es spontan eben diese positiven Ableger gebracht. Das wird ja nicht zentral gesteuert. Es gibt eben nur, das sagt Lars Meerholz auch, es gibt so zwei, drei Grundregeln, keine Flaggen, keine politischen Botschaften, das alles nicht, sondern es soll nur um den Frieden gehen, also Mahnwache für den Frieden. Er selbst sieht das ja so als Wecker. Und da habe ich dann zwei, dreimal gesprochen. Das kam bei den Leuten einigermaßen gut an, aber ich habe die Sachen auch schon so ja mal gesagt, nur eben dann live, sage ich mal, ohne das als Skript zu lesen. Das hat wohl Menschen eher erreicht, weil es nicht so gedrechselt formuliert ist, sondern umgangssprachlich. Und das fand ich sehr gut, dass Leute auf einmal sagen, ich engagiere mich für den Frieden, ich erkläre mich für zuständig. Und dann hat man uns jetzt nach Düsseldorf eingeladen und Petram Chayar war ja hier war vorher in Dortmund. Wir waren vor ein paar Tagen mal in Essen und wir versuchen einfach, die ein oder andere Mahnwache anzufahren, um dort ein bisschen den Spirit aufzunehmen, was da an Feeling in der Luft liegt, weil die unterscheiden sich alle so ein bisschen. Die sind alle anders, Köln ist anders als Essen, Berlin ist anders als Leipzig. Aber sie haben alle etwas gemeinsam, dass Leute einfach sagen, ich bin zuständig für den Frieden. Und deswegen, ich bin einfach vorbeigekommen, weil ich es cool finde. Und das ist auch super. Und mal angenommen, die Leute in der Ukraine würden jetzt sehen, Mensch, jetzt haben wir so viel Mist gebaut. Wir wollen uns wieder versöhnen, wir wissen aber nicht, wie wir da hinkommen. Und würden jetzt sagen, Mensch, da gibt es den ehemaligen Radiomoderator, der ist so engagiert für den Frieden, den Ken Jebsen. Und der hat schon in seiner Radiosendung immer Leute zusammengebracht, von verschiedenen Kulturen, um Brücken zu bauen. Welche Ideen hast du, wie könnten die in der Ukraine aufeinander zugehen? Was können die für Schritte machen? Also mit der Ukraine ist es so ähnlich wie mit Afrika. Wenn das sich besser entwickeln soll, müssen einfach die kolonialen Mächte das Land verlassen. Dann ist alles in Ordnung. Es ist nicht so, dass die sich nicht grün wären, sondern es gibt Interessen, die von außen das anschieben, damit die nicht sich grün sind. Also ganz klassisch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Die Ukrainer sind ja nicht von heute auf morgen auf die Idee gekommen, sich gegenseitig zu bekriegen, sondern da haben wir auf der einen Seite die Vereinigten Staaten oder die NATO in diesem Fall, ja, und die Vereinigten Staaten als Haupttool hier. Und auf der anderen Seite haben eben die Sowjetunion und sie haben beide unterschiedliche Interessen an dieser Ukraine. Die Sowjets oder die Russen in diesem Fall haben, sage ich mal, berechtigtere Interessen, weil es der unmittelbare Nachbar ist. Und seit der NATO-Osterweiterung würde ich mir als Russe auch Gedanken machen, wenn die Raketen dann bis 400 Kilometer vor Moskau stehen. Das ist kein friedlicher Akt. Und deswegen, ich glaube nicht, dass die Ukrainer von mir jetzt Tipps wollen. Die haben sehr viele Aktivisten im eigenen Land. Aber es ist nicht damit getan, dass diese Aktivisten, die sich dort für den Frieden einsetzen, das machen. Denn wir haben professionelle Kräfte von außen, die das eben massiv mit viel Geld, Logistik und Militär stören. Und das ist einfach Geopolitik, die dort hinter den Kulissen abgeht. Dort wird ja ein Krieg unterschwellig auf niedriger Stufe angeschoben und gehalten, um dort Russland quasi zu binden, zu provozieren und solche Dinge zu machen. Das ist die klassische koloniale Politik, einfach Krieg produzieren und Menschen binden und miese Propaganda machen. Wenn diese imperialen Kräfte, vor allem die NATO, sich aus dieser Region zurückziehen würde, bin ich sicher, würden auch die Russen sich aus der Region zurückziehen und dann würde den Ukrainern nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun, was sie die letzten Jahre auch gemacht haben. Sie würden sich an einen Tisch setzen und sagen, wo ist das Problem? Aber kaum haben sie eine Lösung, kommt irgendjemand und sagt, nein, es ist anders abgemacht. Es geht nicht um die Ukraine in den Medien, es geht darum, dass dort Großmächte aufeinanderprallen und sich zanken und die Ukraine ist hier leider der Leidtragende. Das tut mir furchtbar leid.
Das heißt, es wäre das Sinnvollste, dass erstmal die NATO einen Schritt macht, einen Schritt zurückgeht, dann die Russen immer praktisch so im Wechsel, damit die Ukrainer, damit er erstmal den Druck daraus nimmt. Ich meine, wir in Deutschland haben eine Verantwortung. Wir sind ja wiedervereinigt worden. Damals war ja der Deal mit Gorbatschow. Ihr bekommt die DDR, die darf dann in die NATO eintreten, weil sie zu Deutschland dazugehört. Es gibt keine NATO-Osterweiterung. Also wir machen einfach mal einen Freeze. Also, die Russen haben sich daran gehalten, die DDR ist zu Deutschland gekommen und die NATO hat sich nicht daran gehalten. Das ist ganz einfach. Leider hat Gorbatschow sich das nicht schriftlich fixieren lassen, okay? Dass wir befreit wurden, Nazi-Deutschland, haben wir den Russen mit zu verdanken. Die Russen sind gute Nachbarn, es bleiben auch unsere Nachbarn, egal was auf diesem Kontinent passiert, auf dem eurasischen Kontinent. Die Russen bleiben da, wo sie sind. Wir müssen mit den Russen auskommen, weil es unser größter Nachbar und ist ein guter wirtschaftlicher Partner. Und wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Aber es gibt eben welche, die sagen, es ist uns gar nicht recht, wenn die Deutschen oder Europa sich zu gut mit den Russen versteht, weil dann wird Amerika nicht mehr so gebraucht. Hier geht es um Geopolitik, um nichts anderes. Und dann versucht man, irgendwelche Dinge zu finden und sagen, die verletzen aber Menschenrechte. Ich finde es halt ein bisschen absurd, wenn ein Land wie die Vereinigten Staaten sich für die Menschenrechte einsetzt und das vielleicht mit einer Protestnote aus Guantanamo. Das ist einfach, das ist Sarkasmus. Das ist eigentlich Monty Python Life. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen und das muss man einfach sagen. Ich meine, einen Friedensnobelpreisträger, den ich ja nur noch Friedhofsnobelpreisträger nenne, der seine Drohnen ausschickt und Menschen tausendfach tötet, ja regelmäßig an seinem Killing Mittwoch oder so, dem höre ich auch nicht mehr länger zu. Und ich lasse mich nicht gegen ein Volk oder gegen Menschen aufbringen, die ich gar nicht kenne. Lass die Ukraine einfach in Ruhe, das sage ich der NATO und dann werden auch die Russen sich dort zurückziehen und dass die Russen sich damals stark auch für die Krim eingesetzt haben. Das hat einfach damit zu tun, dass die Krim ja bis, glaube ich, 1956 zu Russland gehört hat. Khrushchev hat die ja verschenkt. Warum? Um dieses kaputte Land nicht wieder aufzubauen. Und uns ging es, der NATO, ich sage schon uns, ja, der NATO ging es um Sevastopol als strategischen Hafen, weil Tartus, der Hafen in Syrien, wurde auch schon kaputt gemacht. Es geht einfach darum, den Militärstützpunkt, ja, sowohl im Schwarzen Meer als auch im Mittelmeer so zu zerstören, dass die Schwarzmeerflotte den Handel nicht mehr betreiben kann. Es geht nur um fucking Geopolitik. Es hat mit Frieden nichts zu tun. Es geht ums Geld. Es geht um Märkte. Und unsere Märkte können nur wachsen, wenn andere verschwinden. Darum geht es. Es geht nicht um das, was um Menschenrechte und Frieden und Selbstbestimmung ist alles Käse. Ich würde gerne noch zu einem anderen, immer wieder spannungsgeladenen Verhältnis kommen. Zwischen Israel und Iran. Wir haben es ja abstammungsmäßig, zumindest glaube ich von einem Elternteil vom Iran. Und jetzt hat es ja einiges gegeben, auch zur Entspannung zwischen Israel und Iran. Diese Kampagne Israel loves Iran und der jetzige iranische Regierungschef hat einiges an Sympathie gezeigt und dass man die Iraner nicht gegen die Israelis sind. Und was könnten da nächste Schritte sein, um die Verständigung zu verbessern? Damit da nicht mehr Leute zündeln können. Also ich will es mal so sagen, die Iraner und die Israelis haben überhaupt kein Problem miteinander. Die größte jüdische Community außerhalb Israels ist ja im Iran. Ja, die sehen sich übrigens als Iraner mit jüdischen Roots. Und ich habe auch jüdische Roots, aber ich habe auch iranische Roots. Aber die Roots sind völlig wurscht. Ich habe auch norwegische Roots, französische und schwedische. Na und? Darum geht es gar nicht. Ja? Fakt ist, Regierungen haben Probleme miteinander, weil Regierungen über die Probleme sich selbst auch legitimieren. Wenn der Iran Probleme mit Israel hat und Israel hat Probleme mit dem Iran, dann können die Regierungen das, was sie dort auch im Inland tun, damit legitimieren. Wenn man die Regierungen abziehen würde und ließe das Volk machen, gäbe es schon lange Frieden. Geh nach in Iran oder geh nach Israel. Die Menschen vor Ort haben überhaupt kein Problem mit den Iranern. Die Iraner haben auch kein Problem mit den Israelis. Es sind die Regierungen oder Gruppen in den Regierungen, die von diesem Extremismus profitieren. Es ist überall so. Feindbilder. Wenn du Feindbilder aufbauen kannst, kannst du auch sagen, wir brauchen die und die Rüstungspolitik. Und oft ist es eben so, dass Menschen, die auch in der israelischen Regierung sitzen, sind ja alles Militärs, die oft beteiligt sind an irgendwelchen Rüstungsformen. Die brauchen diesen Krieg, weil sie daran partizipieren, weil sie ihre Aktien in Rüstungskonzernen haben. Und im Iran wird es ähnliche Geschichten geben. Solange du ein Feindbild aufbauen kannst und alles sind gegen dich, kannst du auch ein sehr restriktives System durchsetzen, in dem du als Mullah dann schalten und walten kannst. Nimm die Regierungen aus dem Spiel, es braucht genau dasselbe. Die Völker können gut miteinander. Die Russen und die Deutschen können super miteinander. Die Regierungen können nicht miteinander. Und das heißt, das sind ja Vertreter der Industrie, die können nicht miteinander, weil dort gibt es keine friedliche Koexistenz, da gibt es nur das Denken, die oder ich. Und mit diesem Denken kommen wir nicht weiter. Also ein wichtiger Lösungsansatz könnte also sein, einfach den Austausch zwischen den Bevölkerungen zu stärken. Besucht euch gegenseitig.
besucht euch einfach gegenseitig, reist massenhaft als Iraner in Israel ein, das ist ja nicht so einfach, und umgedreht, besucht euch gegenseitig oder besucht euch auf anderen Flughäfen und macht was miteinander. Ihr werdet feststellen, ihr könnt gut miteinander. Ja? Es gibt ja auch sehr viele Iraner in Israel, die dort ja auch Farsi sprechen oder Hebräisch sprechen, oder jemand, der ein ganz bekannter Friedensaktivist, an den man sich vielleicht noch erinnern möchte, jedenfalls gab es ja neulich auch eine Reportage beim WDR, Elbi Nathan, ja, einer der israelischen Friedensaktivisten, der als erster dem PLO-Chef Arafat die Hand geschüttelt hat. 4 Jahre später gab es den Friedensnobelpreis dafür, aber er ist doch in den Knast gekommen, oder der Nasser besucht hat. Der Mann ist im Iran geboren, ist in Bombay groß geworden, ist mit Gandhis Geist kontaminiert worden, hat dann für die Israelis gekämpft gegen die Palästinenser, bis sie gefragt hat, was soll denn das? Und hat dann eben dieses Peace-Ship gegründet, hat dann eben ganz bewusst aus dem irgendwo aus dem Mittelmeer an alle Araber, an alle Israelis, an alle Mittelmeerbewohner, an alle gesendet dazu, Frieden ist möglich. Wenn wir uns an Elbi Nathan orientieren würden, die Zeiten waren damals schlechter, da gab es 6-Tage-Krieg und so etwas, dann sehen wir, dass es geht. Nur dieser Mann ist in Israel heute nahezu vergessen. Warum? Weil es gibt sehr viele Menschen, die sind an Friedensaktivisten nicht interessiert, weil Frieden ist eben nicht dasselbe Geschäft wie Krieg. Und deswegen, wir brauchen gar nicht auf die Zukunft zu spekulieren. In der Vergangenheit hat es diese ganzen Leute gegeben. Aber auch ein Gandhi war zu Lebzeiten ein höchst umstrittener Typ. Ja? Ein Thomas Sankara war höchst umstritten. Auch ein Martin Luther King war total umstritten. Jesus war total umstritten. Wir brauchen mehr umstrittene Leute. Es hat die doch alle gegeben. Und wir sollten uns nicht nur auf die konzentrieren, die Medien beherrschen und sagen, es gibt keine Alternativen. Die sind eben alle nur böse und beknackt und Hinterwäldler und die müssen alle weg. Ich werde mich niemals einem Geist anschließen, der darauf spekuliert, dass die anderen Menschen weg müssen. Was eine andere Formulierung ist, bringt sie um. Das ist einfach der falsche Weg. Ich hätte noch eine Frage. Ich lese ab und zu Press-TV. Und bei Press-TV schauen Sie sich immer wieder eine Organisation an namens IPEC, was also so von Ihrem Auftreten her eigentlich eher eine Organisation ist zur Förderung der Sicherheit Israels und für amerikanisch-israelische Freundschaft. Und bei Press-TV sagen wir immer wieder, die setzen sich ein dafür, dass der Iran noch mehr Sanktionen bekommt. Wie kann man mit solchen Organisationen umgehen, die eigentlich, deren Vision ist zumindest, was sie sagen, ist, amerikanisch-israelische Freundschaft zu stärken, aber dann immer wieder Ängste vor dem Iran schüren. Wie kann man die Menschen helfen, sich zu ändern? Also IPEC oder ADL, die sind etwa so neutral bezüglich des Friedens in Israel wie die ADAC zur Autoindustrie. Das muss man einfach sehen, verstehen und sagen, ja, die sind sehr mächtig, aber man muss Alternativen entwickeln. Man braucht auch diese Organisationen nicht, weil diese Organisationen haben ja auch eine Hierarchie. Die leben auch von dem Konflikt. Wer geht dorthin? Wer macht dort was? Es hat mit Macht zu tun, okay? Und diese Macht soll ja Druck ausüben und arbeitet ganz stark mit dem Tool Angst und so weiter. Es hat die immer gegeben, aber wir haben heute soziale Netzwerke und ich kann eben nur jedem raten, man kann diese Organisation nicht ignorieren, genau wie man die PLO nicht ignorieren kann oder die CDU ignorieren kann, aber es gibt Alternativen. Man kann miteinander reden ohne die CDU, das ist möglich. Man kann alternative Verkehrsmittel entwickeln ohne den ADAC. Man kann für Frieden sein zwischen Iran und Irak oder Iran und Irak ist ja im Moment auch möglich, da gibt es ja einen Schulterschluss, oder Iran und Israel ohne ADL oder IPEC. Das sind Clubs. Elite-Clubs. Und wer ist dort drin? Also ich nicht. Die Leute, die da drin sind, das ist eine Lobbyorganisation. Was ist eine Lobbyorganisation? Eine Lobbyorganisation ist einfach, da sitzen Leute, die versuchen, die Demokratie für sich auszulegen. Okay? Das muss man als das sehen und das darf man auch nicht überbewerten. Und man hat heute die Möglichkeit, an denen vorbei zu kommunizieren. Die vertreten Interessen. Und die Interessen heißen vor allem, so beschissen, wie es im Moment ist, ist zwar total beschissen, aber leider geht es nicht anders. Ich glaube schon. Danke. Bitte.